Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming und zum zweiten Gruppenspiel von Fatal Team of the Season. Ja, Freunde, nachdem wir das letzte Spiel gegen Feel FIFA überstanden haben, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt's mal aus, ist jetzt unten natürlich... Der ist hier in der Infocard. Klickt einfach auf die Infocard und heute spielen wir gegen Juli. Ich habe euch letztes Mal ganz vergessen, die Gruppe einzublenden, in der wir sind. Und zwar seht ihr die nochmal hier eingeblendet. Es ist natürlich viel FIFA und dazu noch FIFA for Fun, der Juli, gegen den ich jetzt spielen werde. Das Rückspiel wird auf seinem Kanal stattfinden. Nachdem ihr das hier geguckt habt, checkt es auf jeden Fall mal aus. Link ist in der Beschreibung. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Spiel jetzt hier ausgehen wird. Der Juli ist ein echt guter FIFA-Spieler. Manche erinnern sich noch an ihn. Ich habe mal mit ihm einen Showdown aufgenommen. Ist schon etwas länger her. Aber ich würde sagen, ohne großartig weiter zu quatschen, smash gerne den Daumen nach oben. Auch riesen Dank an das letzte Video gegen Feel FIFA, dass ihr so großen Support gezeigt habt. Lasst doch heute gerne wieder einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt alles. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich bin ein bisschen fertig heute. Ich hoffe, ich schaffe es hier gut zu spielen. Dass wir die letzten Punkte holen und dass wir dann in die nächste Gruppe einziehen. Let's go, Fatal. So, Freunde, wir gehen rein. Und das ist sein Team. Sehr, sehr stark. Er hat zwar nicht die Special-Karten von den eigenen Karten, aber er hat die normalen Karten. Und so ist das Team schon sehr, sehr ähnlich zu unserem. Ich bin sehr gespannt. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Juli noch nicht gegen viel FIFA gespielt. Deshalb muss ich hier echt alles geben. Versuche natürlich die Wins zu holen. Und ja, let's go. Freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Let's go, oh mein Gott, komm schon, schade. Saftige erste Chance, richtig stark. Stark, Effenberg. Oh mein Gott. Komm schon! Ultra stark. Komm! Mein Gott! Gute Chance schon gehabt. Oh, schade, Marmelade! Was war das für ein Pass? Natürlich nicht dahin gehen. Der sollte natürlich nicht dahin gehen. Oh mein Gott. Durch den absoluten Fehlpass vom Spiel nutzt er den natürlich eiskalt aus. Scheiße. Das war ein bisschen scheiße gelaufen. In der Tat. Nein! Spiel, was ist denn los? Also jetzt mal im Ernst. Was soll denn die Scheiße hier? Also bitte. Let's go, Mann. Let's go. Stark. Und mach ihn jetzt. Das gibt es nicht, Mann. Jetzt aber, wieso steht denn da kein Vollidiot, ist die andere Frage. Es ist krank. Ja, genau, okay, was ist hier los, Alter? Ich bin echt enttäuscht von mir in der ersten Halbzeit, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, er hat nicht schlecht gespielt, aber ich glaube, wir hatten echt die größeren Chancen. Jetzt muss ich nochmal nachlegen, weil ich will hier auf jeden Fall den Win holen, ey. Gibt es nicht, dieser verdammte Walker. Mach mir das Leben da hinten schwer. Scheiße, wirklich so eine Scheiße. Ey, also ich mag Juli echt und es ist auch nichts wegen Juli, was ich sage. Kein Ding, wirklich.
Aber er kommt halt echt gar nicht ins Spiel rein, so wie ich gegen viel FIFA. Und macht trotzdem die Tore. Das sind halt auch gerade Pässe, die siehst du sonst im Kindergarten. Ja, und er wird nicht anvisiert. Da kriege ich Krämpfe in den Waden und die ziehen sich bis hoch zu meinem Keukarpfen, Alter. Ja, genau, das ist wieder so eine Classical-Phase, wo der Ball nicht rauskommt. Weißt du, du selbst spielst den Ball 35 Mal in die Mitte zum Sweaten und er kommt nicht an. Und beim anderen klappt es dann. Ich verstehe das nicht einfach. Ach komm schon, Alter, wirklich. Jetzt kommen halt auch die wichtigen Pässe einfach nicht an. Da kannst du nichts tun. Da kannst du nichts tun, wenn das Spiel dich auch keinen Bock auf dich hat. Verteidigt einfach sau stark, muss man einfach mal sagen. Er verteidigt mega, mega stark. Aber ist auch klar, ich meine, ich war damals auch der kleinste Teilnehmer bei Fatal und ich habe geschwitzt, was das Zeug hält. Deswegen kann ich noch voll und ganz nachvollziehen. Aber ich krieg trotzdem 6 Krämpfe auf einmal hier, Mann! Schon wieder? Das ist doch krank! Wieder 6 halt. Ich will ihn auch nicht anschwärzen, dass er defensiv spielt. Ihr wisst ja, Leute, ich reg mich sowieso immer auf, wenn ich verliere. Deswegen bitte. Das sind halt dann die Momente, wo der Spieler einfach aufgehalten wird. Ohne Schwachsinn jetzt. Ganz ehrlich, der Pass kommt durch. Der Pass kommt ja durch. Ich hab sowas noch nie in meinem Leben erlebt! Wie kann denn ein Spieler da plötzlich so langsam werden? Wirklich! Ich muss jetzt... Ja, Freunde, da ist das erste Spiel vorbei. Ist sehr, sehr bitter gelaufen, wie ich finde. Also, tut mir einen Gefallen. Team NoEnd ist nicht so, nur weil der Juli eine kleinere Community hat, hatet ihn nicht. Geht unter sein Video, grüßt ihn von mir, schaut da jetzt vorbei. Dort ist jetzt das entscheidende Spiel, ob ich da noch einen Punkt hole, drei Punkte hole oder ob er gewinnt. Schreibt ihm Hashtag Team NoEnd unter seinem Video, zeigt Support, hatet ihn nicht. Er hat gut gespielt, er hat gut verteidigt. Ich hatte nicht ganz so das Glück im Spiel, aber das passiert eben mal. Ich hatte gegen Erne zum Beispiel viel Glück und gegen Stefan noch mehr. Also, so läuft es eben. Schaut bei Juli vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, Freunde. Muss ich jetzt erstmal abregen, beziehungsweise das nächste Spiel auch direkt spielen. Ich bin raus und noch ein Wort, haut rein.